Hallo zusammen! Die Skat-Saison 2019, langsam aber sicher geht sie auf die Zielgeraden. Nach der Skat-Europameisterschaft gab es auch an den letzten beiden Wochenenden interessante Skat-Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe. Vorletztes Wochenende Euroskat Open Turnier in Hohenroda, 8 Serien, Freitag, Samstag, Sonntag im Herzen Deutschlands gelegen, plus kleines Skat-Seminar, was ich da am Freitag gehalten habe. Das wird im nächsten Jahr wieder so sein, also notiert euch das mal im Kalender. Anfang November Euroskat Open, ein sehr schönes Turnier, bei dem ihr mich persönlich sehen könnt. Ich würde mich auf euch freuen und wie gesagt, ein kleines kostenloses Seminar ist dann auch noch drin. Jetzt am Wochenende war dann der Städtepokal, die Endrunde in Elmenhorst. Wir Elmenhorster, zweifacher Titelverteidiger, und die Halle war voll, 27 Mannschaften, A8 Leute plus Ersatzspieler, also weit über 250 Skatspieler, die sich jetzt am Wochenende duelliert haben. Mit diesen Karten übrigens hier extra die Edition für den Städtepokal. Und es wurde eben hier mit dem Turnierblatt gespielt, deswegen habe ich das jetzt hier auch einmal aufgelegt, um so ein bisschen die Stimmung noch einzufangen. Wird also den Elmenhorstern die dritte Titelverteidigung oder die zweite Titelverteidigung, der dritte Titel in Folge gelingen? Dazu komme ich gleich. Hier habe ich euch natürlich jetzt ein Spiel mitgebracht, ein Spiel mit dem Feuer, wie ich es im Titel schon genannt habe. Was war daran also so feurig? Wir sind jetzt in der ersten Serie am Sonntag, in der vierten Serie also insgesamt. Erstes Spiel der Serie, meine Karte in Hinterhand. Übrigens Elmenhorst zu dem Zeitpunkt führender im Gesamtklassement, also in der ersten Gruppe. Starker Tisch mit Kiel dabei, mit Recklinghausen dabei, also weitere Favoriten auch vorne platziert. Ich bekomme in Hinterhand diese Karte, Mittelhand passt, ich sage 18, bin sofort Besitzer. Und ja, da geht es dann eben los. Natürlich ist das ein Grang. Das kann man schon sehen. Die Frage ist jetzt eben noch mal reingucken, zur Sicherheit, vielleicht noch eine Verstärkungskarte und vor allen Dingen vielleicht hier dieses Bild, diesen Karo König drücken, um dafür nur eine Lusche im Blatt zu haben. Könnte ja sein, dass gerade so ein Bild hinten raus das Zünglein an der Waage ist. Ich habe mir dann aber gedacht, und zu der Entscheidung stehe ich übrigens 100%, nee, einen Grang machst du am Ende sowieso. Und wenn du jetzt mies findest, was könnte überhaupt mies sein? Sowas wie zwei Herzen, Lusche, Lusche oder Lusche, Dame, dann spielst du den Grang ja erst recht und sagst dir, ja, dann können eben weniger Herzen vorgespielt werden, auch wieder gut. Also sag ich mir, und wenn jetzt eben dumm drin liegt, dann wird der Grang wahrscheinlich nicht Schneider. Also nehme ich hier die Punkte mit und spiele gleich Grang Hand. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn der jetzt nicht gelingt mit der langen Kreuzflöte, zwei weiteren Assen und den Mittelbuben. Finde ich vertretbar, der ist, denke ich, stark genug. Und jetzt geht es allerdings los. Vorhand, ja, wühlt ein bisschen in den Karten rum, hat also gar nicht so eine richtig gute Idee, das merkte ich schon. Körpersprache also auch gesehen, ist nicht so, dass der hier die Hand voll hat. Trotzdem liegt jetzt der für mich relativ unangenehme Stich Herz, Dame, König. So im ersten Moment nicht so schön, dass da nicht mal ein Voller liegt, aber in der zweiten Überlegung wird da eigentlich klar, der Volle muss im Skat liegen. Das habe ich eben auch gesehen, ist nicht so, dass da einer sich jetzt da groß Hoffnung gemacht hat und den Vollen zurückgehalten hat. Das wäre ja auch im ersten Stich beim Granghand sehr spekulativ. Nein, im Prinzip ist der Stich gar nicht so schlecht, denn es wird ein Herz voller liegen. Und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, was machen wir? Karo König abwerfen wollen wir natürlich nicht. Ist erstens 11 Augen, zweitens verrät es komplett das Blatt und drittens macht es uns das Karo Ass nackig. Da wollen wir ja vielleicht noch mit schnippeln. So, andererseits jetzt hier aus einer Stehkarte abwerfen, auch keine gute Option, vor allen Dingen immer noch mal möglich, dass deine Herz-Lusche hinterherkommt und wir dann an die 10 oder das Ass gar nicht rankommen, wenn der Spieler hier in Vorhand aus der 10 zu dritt aufgeschlagen hat. Nicht unbedingt wahrscheinlich, wo er das Bild spielt, aber auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich sage nur, das ist der Grund, warum ich glaube, einstechen ist hier schon die beste Idee, habe ich dann auch gemacht. Und jetzt geht es aber so ein bisschen los. Jetzt wusste ich auch, dass ich ein bisschen das Rad ja, auf der Rasierklinge reite, ein bisschen mit dem Feuer spiele, das Zündeln, man liebt es doch, denn wie soll das Spiel jetzt fortgehen? Ich sag's mal so, solide gespielt wäre jetzt hier über die Dörfer gehen. Das Problem damit ist, klar, dann wird irgendwann Kreuz Ass oder Kreuz 10 gestochen, und dann ist ein Schneider sehr unwahrscheinlich. Im Spielverlauf wirst du wahrscheinlich feststellen, oh, Buben waren verteilt, und deswegen habe ich also jetzt den Pik Buben ausgespielt.
In der ziemlich sicheren Annahme, dass er ein Herz voller liegt, habe ich geglaubt, dass ich mir das leisten kann, denn der Pik Bube ist zwar einerseits ein Schneiderzug, wenn die Jungs verteilt kommen, er hat aber auch eben einen Pferdefuß. Der Pferdefuß am Pik Buben ist bei dieser Karte, wenn die Jungs zusammenstehen, dann kommst du im Zweifel zu kurz. Du verlierst das Tempo nämlich und kannst dann nachher in einem kurzen Ass eingespielt werden und deine ganze Stehkarte, die ganze Stärke etwa in Kreuz, die kann gegebenenfalls sich zu deinen Ungunsten wenden, die kannst du nicht mehr einsetzen. Das ist das Problem am Pik Buben. Wie gesagt, so Daumenpeilung, ein voller liegt noch, habe ich mir gedacht, ich kann mir das erlauben. Und ja, dann ist Folgendes passiert. Pik Bube, Kreuz Bube, Mittelhand überlegt ein bisschen, hat natürlich beim Granghand bei 18, beim ungezwungenen Granghand gar nicht unbedingt erstmal einen Siegplan. Der tut jetzt auch nicht die Herz 10 rein, weil er sie gleich nochmal vorsetzen wollte, sondern tut jetzt erstmal Pik 10 aus der längeren Farbe rein. 14 Augen. Harmlos. Dann kommt Herz Lusche, Herz 10. Es ist tatsächlich Herz Ass im Stock. So, kann natürlich jetzt nicht stechen. Trag einen ab. Karo König habe ich noch aufbewahrt. Wollte immer noch gegebenenfalls in Karo natürlich schnippeln. Jetzt überlegt Mittelhand, weiß natürlich auch nicht so recht und greift dann eben auch so ganz klassisch in seine längere Farbe, in Pik rein, wo er eben schon die 10 gewimmelt hat. Ich bekomme immerhin die Pik Dame dabei. Habe übrigens mit dem gedrückten Herz Ass jetzt schon 34 Augen. Gedrückt ist gut mit dem Ass, was tatsächlich im Stock liegt. Zieh Kreuz Ass, Dame Lusche, 48. So, und jetzt könnte man natürlich noch mal auf die Idee kommen, hier irgendwie so rumzufuschen mit dem König, noch mal versuchen, einen Extrastich zu generieren. Aber das geht auch schnell nach hinten los, beziehungsweise da müssen die Gegner auch nicht drauf reinfallen, werden sie wahrscheinlich auch nicht. Häufig ist es ja so, am einfachsten oder am schwersten ist es, wenn du direkt die Geschichte auf den Tisch legst und dann einfach muss es mir eben gelingen, am Ende, wenn es geht, noch zwei Stiche zu machen. Und genau das gelang dann aber nicht. Kreuz 10 wurde gestochen, logischerweise. Wenn Kreuz König übrigens gespielt wird und gestochen wird, ist das Spiel genauso hinüber, wie es jetzt lief, denn jetzt kam das Unglück auf die Herz-Lusche. Lag jetzt eben auch noch eine Herz-Lusche im Stock neben dem Herz-Ass, sodass der Spieler hier in Mittelhand jetzt noch eine weitere Karo-Karte abtragen kann. Bin mir nicht mehr sicher, ob es die Dame oder die Lusche war, ist aber auch nicht so wichtig. Wenn jetzt eben ein Pik drin gelegen hätte, dann hätte ich das Spiel immer mal noch gewonnen, aber es blieb eben jetzt auch so ein Stück weit zufällig, muss man sagen, genau noch die eine Übergabe hier stehen. Pik, Lusche, König. Jetzt konnte ich natürlich den Karo König abtragen und dann kam hier die letzte Pik Lusche, auch mein Kreuzstich geht dahin. Das meine ich eben mit dem zu kurz kommen. Die ganze Kreuzbatterie hat mir jetzt nichts genützt, da habe ich nur einen einzigen Stich drauf gemacht. Ja, und hier flog jetzt eben noch einmal Karo rein, kann auch die Dame gewesen sein, wer da das Bild hatte, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hatte ich 48 liegen und bekam jetzt noch diesen großartigen Stich. 59 Augen, also Granghand verloren, und das bei Passe-Passe, wo noch ein Ass im Stock liegt, das muss mir erstmal einer nachmachen. Das ist, kann ich euch übrigens sagen, ein ganz schön Scheißgefühl, wenn das gleich dann auch noch im ersten Spiel passiert, der des ganzen Tages, und dann noch zwei lange Listen vor dir liegen, und vor allen Dingen es tat mir natürlich für die Mannschaft leid. Ich habe es nicht mit Absicht verbockt, ich wollte hier ein paar extra Punkte reinholen, ich habe es überschlagen, und ich denke, das muss doch, das sollte, müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht funktioniert, und dann passiert genau das. Und ja, am Tisch, alle gucken sich ein bisschen konsterniert an. Die anderen wussten auch gar nicht richtig, was sie dazu sagen sollen. Ne, wie ist das nur möglich? Da spielt einer Granghand, ein Ass liegt noch drin und der kann nicht gewinnen. Der war wohl ein bisschen optimistisch. Ja, das, diese Einschätzung habe ich dann durchaus gehört. Und gut, ich sag mal so, eigentlich sollst du das Risiko natürlich wo immer scheuen, aber trotzdem, wenn du Erfolg haben willst, manchmal musst du eben dieses Risiko auch so ein bisschen gehen, und ich liebe auch das am Skat, dieses Spiel mit dem Feuer, dass es dir immer wieder diese Fragen stellt, gehe ich hier auf ein paar extra Punkte, gehe ich ein bisschen mehr Risiko oder wähle ich die ganz sichere, vielleicht auch ein bisschen trockene Variante. In dem Fall wäre die trockene Variante natürlich schöner gewesen, dann hätten wir hier dieses Video nicht machen brauchen und dann hätte Elmenhorst vielleicht auch eine etwas bessere Chance gehabt, denn jetzt kommt die Auflösung, gewonnen hat am Ende Kiel. Herzlichen Glückwunsch den Kieler Buben,
Hinten raus wurde es dann sogar einigermaßen deutlich. Ich glaube, 600 Punkte Vorsprung vor Berlin. Aber so 18 Spiele vor Schluss war das super spannend, über Skatguru zu sehen, wie das immer gewechselt hat. Berlin war vorne, Kiel war vorne, Elmenhorst war vorne und wieder zurück. Also das Ganze war ausgesprochen spannend. Am Ende mit dem glücklichen Ausgang für Kiel. Und ja, das Spiel kann natürlich eins gewesen sein, was zumindest uns Elmenhorst ja nicht nach vorne gebracht hat. Das ist ja klar. Hinten raus auch taktisch natürlich, wenn du mehr Punkte brauchst, musst du vielleicht mehr ins Risiko gehen. Hat das vielleicht sogar noch Folgefehler nach sich gezogen. Auf jeden Fall toll. Herz Ass im Stock. Und ich war der Mann, der an diesem Wochenende übrigens zwei Granghand sogar verloren hat. Also auch die Topspieler müssen immer wieder kämpfen, müssen immer wieder sich befragen lassen, können genauso verlieren wie alle andere. Das ist letztlich auch was, was ich am Skat so liebe. Und trotzdem war ich doch ein bisschen geknickt. Und der Spott, den habe ich mir natürlich auch noch kostenlos abholen können. Dann wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Ich hoffe, dass die Entscheidung, die ihr jetzt in dieser Woche beim Skat trefft, ein bisschen glücklicher ausgehen und dass ihr hoffentlich auch einmal herzlich jetzt hier mit mir gemeinsam abgelacht habt über diesen schönen Vorfall. Dann sehen wir uns demnächst mit weiteren Skat-Geschichten. Bis dahin, wie immer, good blood.